Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den BMW Series 3 Touring 2022 an, also 3er BMW als Kombi, Baujahr 2022, Version 1.0. Das Ganze kommt von Hasimas, gibt es leider nur für PC und Mac, findet ihr einmal in der Kategorie Mods und DLCs und dann BMW Series 3 und oder unter Fahrzeuge und dann Autos. Tja, hier haben wir das gute Stück, ein 3er BMW aus 2022. 255 PS Leistung, 120 Liter Benzin / Diesel, 140 km/h Max-Speed, 2,4 Tonnen Gewicht, 40.000 Klatten der Anschaffung, 2040 im Leasing. Wir haben 4 Config-Blöcke, Design, Anhängerkupplung, Hauptfarbe und Kennzeichen. Design könnt ihr eine Rundumleuchte auswählen oder nicht. Diese Rundumleuchte ist hier oben so mit drauf, ist farbig gelb. Anhängerkupplung ohne Anhängerkupplung oder mit Anhängerkupplung. Dann haben wir die Hauptfarbe, da stehen euch diverse Farben zur Verfügung, auch von den Standardfarben, neue Farben mal so rausgesehen. Es gibt viele Schwarztöne, es gibt extrem viele Grautöne. Töne und auch so hier ein bisschen und alles, ne? Ob das jetzt originale BMW-Farben sind, das sei jetzt mal dahingestellt. Bei BMW bin ich leider nicht drin, um ehrlich zu sein. Aber das sollte für jeden was mit dabei sein und Kennzeichen ist dementsprechend Kennzeichen. So. Ich habe mich mal für schwarz entschieden. Ich glaube, die meisten stehen so auf schwarz. Wir haben stinknormale Straßenbereifung hier mit drauf. Wir haben Felgen mit BMW-Logo drin, soweit so klar. Wir haben vorne das BMW-Logo, Kühlergrill, die Fahrtleuchten hier natürlich alles schon auf LED, Matrix-LED, habt ihr nicht gesehen. Kennzeichen, soweit so klar, ist jetzt hier natürlich amerikanisch, ist theoretisch für einen Deutschen oder für eine EU-Dings hier bestimmt, aber... ne, funktioniert dementsprechend halt auch so. Ansonsten gegenüberliegende Seite ist gleich in grün. Wir haben hier einmal noch die Blinker mit integriert. Wir haben hier oben das Dach. Wir klitschen auch nicht durch. Ihr seht, es hat alles Kollision. Ansonsten hinten Bremslichter, Blinker, Rückwärtsleuchten. Anhängerkupplung sofern ausgewählt. Zwei Endrohre. Hier nochmal Kennzeichen. Da nochmal BMW-Logo. Kurzerhand hier das mit der Rundumleuchte gezeigt. Ist die Rundumleuchte halt hier drauf. Könnt ihr halt anschalten. Blinkt halt gelb. Ne? Soweit so klar. Wenn ihr das für RP, für Baustellenfahrzeuge oder für was auch immer verwenden wollt. So, kommen wir leider zum Negativpunkt aktuell an dem Mod und das ist nämlich der Innenbereich, denn wie ihr hier seht, ist der Innenbereich zwar angedeutet, aber mehr wie angedeutet ist es auch nicht. Wir haben links, rechts Spiegel, inklusive einen Rückspiegel, soweit so schön, haben allerdings keine Funktion. Wir haben noch den Schalthebel in der Mitte, wir haben das Lenkrad immer noch dran und die Bediendinger so halbwegs, aber ansonsten ist hier drinnen der Innenraum, bis auf die Sitze, ist hier vorne, was Armaturenbereich angeht, alles ausgespart worden. Kann zweierlei Gründe haben, entweder gibt es das 3D-Modell nicht her, weil komplett modellierte 3D-Modelle mit Innenbereich kosten schweineviel Geld, oder es ist halt rausgelassen worden, weil sonst der Mod zu groß geworden wäre, wie auch immer. Deswegen ist es eher ein Mod für außen und nicht für innen, was für den RP-Sektor teilweise schon fast wieder ein bisschen schwierig ist, jedenfalls wenn man das im Innenbereich spielt, aber ja. Leider Gottes, auch keine Pedalen oder sonst was hier dran. Schade, vielleicht wird es irgendwann nochmal nachgereicht. Generell sind aber alles, was außen angeht, was wie das Modell aussieht und so weiter, das ist alles Tobi, entspricht soweit auch der Realität. Aber der Innenbereich fehlt halt leider. Deswegen, okay, aber schade drum. Hören wir uns mal den Sound an. Ja, Sound ist soweit eigentlich in Ordnung. Ich meine, das ist jetzt kein Sportwagen. Klar, wir haben zwar gut Leistung, ne, mit drinnen. Ansonsten ist das halt so eine typische Familienkutsche, wie man sie sich halt vorstellt. Ist in Ordnung, ist nicht zu laut, ist nicht zu leise. Kann man definitiv machen. Thema Funktionalität, wie gesagt, da schlägt es ein bisschen rein. Oder beziehungsweise da muss man halt ein paar Abstriche generell machen. Ich meine, Lenkrad bewegt sich, das ist gut. Mit den Beinchen wird nicht gearbeitet. Es gibt aber in dem Fall auch keine Pedale. Der linke Arm, seht ihr, der klitscht hier so durch die, ne, durch diese Halterung hier eigentlich. Also eigentlich hast du ja dann hier noch Türgriffe und alles. Das ist ja alles hier in dem Falle nicht mit dabei. Deswegen der klitscht da ein bisschen hier so mit rein. Das sieht von außen auch nicht so wunderschön schick aus. Ansonsten halt, die Armaturen sind halt in dem Falle nicht vorhanden.
vorhanden. Wir sehen zwar hier irgendwo schon die Zeiger, die für RPM und dann für km/h irgendwo da gemacht sind, aber der Rest fehlt halt dementsprechend. Deswegen ist das die eine Sache. Spiegel, wie gesagt, sind zwar an sich optisch da, aber haben halt keine Funktion, wie ihr seht. Das ist halt einfach nur so, wie es halt ist. Deswegen schade. Gehen wir einmal in die Nacht mit rein. Dann haben wir natürlich hier im Innenbereich keinerlei Beleuchtung. Ist ja klar, weil ja auch nichts vorhanden ist. Die Blinker. Die haben wir zwar hier einmal in den Spiegeln integriert, hier vorne, bei den Lichtern sind sie aber, warum auch immer, nicht mit drin. Und in der Realität sind sie da aber, logischerweise, ne, müssen sie ja auch, aber hier sind sie nur in den Spiegeln vorne nicht, weiß ich nicht, ob der Modder das funktionalitätstechnisch nicht hingekriegt hat, das so mit einzubauen als Lauflicht oder whatever, oder ob es vergessen wurde oder ob es ein Fehler ist, eins von beiden. Aber die Blinker sind in den Spiegeln und hinten sind sie in dem Falle mit drinne, sind auch noch die normalen Dinger, reflektieren soweit auch auf dem Boden. Dann haben wir einmal ne, normales Standlicht, dann Fahrtlicht und dann das sogenannte Aufblendlicht bzw. Fernlicht in dem Falle. Mit dabei kann dann auch separat hier noch über Steuerung F theoretisch aktiviert und deaktiviert werden. Funktioniert bei den Dude hier aber nicht. Dafür könnt ihr das halt über die F-Steuerung machen. Also einmal, zweimal, dreimal, aus. Hube. Ja, ein Tick leise für meinen Geschmack. Ansonsten Rückwärtsleuchten sind soweit mit da. Und wie gesagt, hier Standlicht hinten auch. Was mich ein bisschen überrascht hat, beziehungsweise ich konnte es jetzt auf die Schnelle auch nicht nachvollziehen, wenn wir bremsen. Gehen hier unten diese Teile mit an. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich weiß es ehrlicherweise gesagt nicht, aber wildes Design BMW? Also normalerweise sind das ja, oder könnte man denken, sind Reflektoren oder so, haben ja manche Autos auch noch hinten mit dran, ne? Aber das hier noch als zusätzliche Bremsleuchten, ja, wild, würde ich mal sagen, wild. Weiß echt gerade nicht, wie es in der Realität ist bei den 3er BMW, aber ja, ist halt so eine Sache, ist halt harte Geschmackssache, ne? Aber das ist auch eher nur so optische Gründe. So, ansonsten haben wir die 140 km/h Maximalgeschwindigkeit. Die erreichen wir in dem Falle auch, ne, ohne Probleme. Dauert halt ein bisschen, aber ansonsten alles easy peasy. Da kann man jetzt eigentlich nichts dagegen sagen. Lieber so, als wie wenn die Physik halt ausrastet. Ne? Das ist soweit in Ordnung. Und auch bremstechnisch gesehen, ordentliche Bremsen, da kommen wir runter. Sofern ihr die Anhängerkupplung hinten mit dran habt, könnt ihr natürlich dann auch noch Dinger transportieren. Als bestes Beispiel nehme ich immer hier diesen Böckmann Pferdetrailer. Da kann man nichts verkehrt machen. Ist, denke ich mal, ein guter Einsatzbereich für den einen oder anderen. Könnt natürlich alles hinten dranhängen. Was da hinten dran passt, ist klar. Ich nehme das jetzt hier einfach mal als Beispiel. So. Dann einmal hier rückwärts ran. Und dann seht ihr, das passt. Wo es hier Probleme gibt, ihr hört soundtechnisch. Ne, fehlt halt in dem Fall der Sound, dieses Klack-Klack-Gedöns da. Aber ihr seht, Elektronik wird verbunden. Was noch nicht so ganz passt, ihr seht, diese Kugel hier, ne, also sprich, das Ding klitscht hier durch. Ne. Ist noch so eine Kleinigkeit, was die Position damit angeht. Aber ansonsten, ja, könnt ihr Trailer transportieren, wenn man nicht genau hinguckt, passt das auch alles. Ne. Und dann könnt ihr damit arbeiten. Nun, so oder so, für Autofreunde oder generell PKW-Enthusiasten im LS ist das, wie gesagt, von außen, hui, muss man sagen, von innen, noch so eine Sache, hat noch ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht noch besser gemacht werden können, mal gucken, ob da noch irgendwelche Updates kommen, aber wer den neuen 3er BMW im Spiel haben will, der kann hier, wenn er da sich mit engagieren kann, doch durchaus Spaß haben. Thema Lok und Dateigröße. Wir haben erstmal einen Fehler, also oder eine Warning eher gesagt hier mit drin, ne, dass hier was zu groß ist und dass das nicht auf der Konsole supportet wird. Kommt eh nicht für die Konsole, von daher kann man das ignorieren, steht aber trotz all dem mit drin. Und wir haben hier ungefähr 44 MB. Das ist für PKW-Fahrzeuge, gerade auch mit dem Detailgrad im Außenbereich hier, Tobi. Aber man merkt halt auch, der Innenbereich fehlt. Ne? Ich weiß nicht, ob es mit dem Innenbereich doppelt so groß geworden wäre, aber... Ja, kann man aber auch auf Dedicated Servern machen, ne, da gab es früher ganz schlimmere Automods, die über 100 MB groß waren. So, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüss.